Da ist er wieder. Hallöchen. Der Ussi Wolfersen ist wieder am Start zu einer neuen Folge Minecraft. Nach einem echt stressigen Tag habe ich mir jetzt mal wieder mit meiner Cam, ja, Cam sage ich schon, mit meinem Aufnahmeprogramm, mit meinem Mikro, mit einem Glas Wein vor den Rechner gesetzt und sagen wir jetzt einfach mal, wir lassen mal ganz kurz diese inzwischen doch recht, wirklich, wirklich recht schöne Aussicht hier auf uns wirken und überlegen mal, was wir jetzt die nächsten Tage noch so anstellen. Oder was heißt hier nicht die nächsten Tage, sondern die nächsten Minuten, Stunden. Ich hatte wieder vor, eine kleinere, größere Session zu machen. Und ganz in diesem Zusammenhang würde ich jetzt einfach mal sagen, das Kirchendach steht mit an erster Stelle. Allerdings eben auch das Leuchtturmdach. Und wenn ich mir das von hier oben so betrachte, natürlich auch die Relation der Kirche. Das heißt, wir müssten die auf jeden Fall noch ein Stück länger machen, wenn es auch vielleicht nur so 10 Blöcke sind. Ja, und ansonsten, ich muss sagen, mit der Welt an sich bin ich doch recht zufrieden. Und ja, ehe wir jetzt hier die Zeit noch lange verquatschen, da haben wir schon mal ein Zehntel der ganzen Zeit rumgequatscht gerade, laufe ich jetzt einfach mal herunter. Natürlich wäre es auch noch ganz, ganz nice, wenn wir hier das Innere des Leuchtturms endlich mal machen würden, dass der dann auch wirklich leuchtet. Mit anderen Worten, ich baue mich hier mit der Spitzhacke mal nach. Ja, das hätten wir eigentlich gleich machen können, aber ich würde es dann auch ganz gerne verbinden. Und dann steht natürlich auch die Frage im Raum, ist das mit der Wolle safe? Wie viele Blöcke muss man Abstand halten? Einerseits hier ist die Wolle, 1, 2, 3 Blöcke sind dann dazwischen jeweils. Bin ich der Meinung, dass das reichen sollte. Ich meine, da müsste man dann mal einen Test machen. Ich würde dann tatsächlich gerne vorher einen Test machen, bevor ich mir wirklich diese mühsam erarbeitete Wolle, die ganze Schlechterei der Schafe, wieder zunichte mache. Das erste, was ich dafür brauche, ist ein Eimer. Wenn es geht, natürlich ein leerer Eimer. Nicht alle, einen habe ich gesagt. Und den Ton, ah, hier brennt es noch. Da werden gerade noch Ziegel produziert, genau. Und einmal auf jeden Fall brauchen wir Wolle. Auch nur einen Block. Das ist alles so völlig okay. Um wie gesagt ein ganz normales Experiment zu machen, dafür würde ich jetzt mal meine Höhle aufsuchen eben. Und dort dann dieses kleine Experiment mal durchführen. Mal gucken, was passiert tatsächlich. Ja. Ist schon wieder ein paar Tage her, die letzte Folge. Muss ich jetzt mal gucken, wie ich das hier anstelle. Erst einmal entnehme ich hier eine Probe. Das sieht zwar jetzt erstmal ein bisschen doof aus, das können wir dann immer noch flicken. Und würde jetzt mal sagen, ich suche mir so ein bisschen offene Fläche. Das hier ist doch schon mal ganz gut. Setze einfach mal hier die Wolle hin. Einen Block, wie gesagt, den haben wir dann auf jeden Fall mal dort dazwischen. Zack. Dann ist hier noch einer dazwischen. Dann ja eigentlich noch einer. Und hier wäre dann erst die Lava. Ich opfere jetzt mal kurz ein bisschen von dem Stein, weil ich muss es ja real machen. Das heißt, in dem Fall kommt hier die Lava rein. Außenrum ist es ja zu. Dann ist ja mein Treppenhaus. Dann ist nochmal Stein und dann kommt die Wolle. Da passiert damit nichts. Zumindest noch nicht. Ich muss es, wie gesagt, ich muss mal ein bisschen probieren, weil das Risiko will ich tatsächlich nicht eingehen, mir dort den ganzen Leuchtturm am Ende abzufackeln. Das hätte keinen tieferen Sinn. So, wenn ich das jetzt hier machen würde, dann wäre es, glaube ich, schon grenzwertig. Aber wir gucken uns das erstmal an, ob was passiert. In dem Moment trinke ich mal einen Schluck Wein, Prost. Oh, herrlich, der ist richtig gut. Der ist richtig gut.
gerade so ein bisschen auf dem Merlot-Trip hier. Es war nicht gerade der teuerste Wein, aber dafür, dass er recht günstig im Angebot war, ist er doch echt gut. So, und jetzt machen wir das nochmal mit einem Block dazwischen, nur um eventuell Risikofaktoren auszuschließen. Ich glaube, unter normalen Bedingungen sollte da gar nichts passieren, wenn da ein Block dazwischen ist. Nur dürfen wir eben die Lava nicht unmittelbar neben dem Leuchtturm da langlaufen lassen. Wow. So. In dem Fall passiert hier wirklich nichts und das ist gut so. War jetzt einfach nur so ein kleines Experiment hier. Ja, um das dann, wie gesagt, dem Sicherheitsfaktor zuliebe mal auszuprobieren. So. Okay. Gut, Lava haben wir jetzt schon dabei. Das reicht auch. Eigentlich müssen wir auch nicht mehr so viel machen. Das Einzige, ich überlege gerade, wie ich es überhaupt mache. Ich schaue mir das jetzt mal an. Ich brauche auf jeden Fall, brauche ich Steinstufen. Die hatte ich sogar noch dabei. 64 Stück. Erde. Acht reicht auch zu. Dann könnten wir eigentlich auch oben schon das Dach ein bisschen bauen. Und performen ähnlich wie bei dem Turm. Ich sag ähnlich, nicht gleich. Aber so vom Prinzip her wird es doch eine ähnliche, ja, fast gleiche Situation oder Konstruktion in dem Fall werden. Mal gucken. Auf jeden Fall muss ich da erstmal hoch und mir dann ein kleines Hilfsgerüst bauen. Was ich ja auf jeden Fall hier schon mal machen könnte, was ist hier dann jeweils in den Turm? Zwei hier, immer so. Jeweils dort, wo die Treppenstufe ist, eins so, immer zwei rauszuschlagen und das gleiche aber auch im selben Atemzug mit der Wolle zu machen. Die ist dann an der Stelle hier weg. Ja gut, die dann jetzt runterfällt, die können wir uns dann später noch holen. Das ist kein Thema. In erster Linie ist das überhaupt kein Problem. Hier ist er genauso breit, jawohl, dann machen wir das so und so. Und das gleiche mit der Wolle. Also, von Etage zu Etage klauen wir so ein bisschen Wolle raus, dass das Ding dann tatsächlich durchsichtig wird, mehr oder weniger. Und kann aber dann auch sein, dass ich dort dann entsprechend hier in der Mitte jede Menge Fensterglas benötige oder verbaue. In der nächsten Etage dasselbe. Immer wieder ein kleines Fenster ausheben, dass der Leuchtturm dann tatsächlich nicht, wie es üblich ist, dass der Leuchtturm oben über eine Lampe verfügt, sondern tatsächlich durch diesen Lavafluss, durch diesen durchgehenden, einmal von oben bis unten komplett ausgestrahlt wird. Das ist das ganze System dahinter. Spitzhackentechnisch sind wir jetzt natürlich am Arsch. Da habe ich keine mehr. Und das ist auch nicht so gut. Das heißt, wir müssen jetzt zurückgehen, weil wir haben tatsächlich vergessen, eine Spitzhacke mitzunehmen. Okay. Sollte kein Problem sein. Da könnten wir bei der Gelegenheit gleich noch ein paar andere Sachen mitnehmen. Wenn wir daran denken. Wolltechnisch war jetzt hier nichts mehr runtergefallen. Ich dachte erst. Ja. Alles zu seiner Zeit. Das schaut jetzt erstmal, ja, gut. Ist nicht ganz so schlimm, weil die Treppe wickelt sich, glaube ich, nur zweimal drumherum. Das heißt, wir haben, glaube ich, auf jeder Seite nur ein ganz kleines bisschen, wo Fenster drin sind. Eigentlich, ja, na gut, im Turm haben wir es anders gebaut. Kein Problem. So, an dieser Stelle. Spitzhacke. An dieser Stelle möchte ich natürlich auch. Nehme gleich mal zwei mit. Gleich mal die Chance nutzen, hier die Ziegel rauszuholen, weil die brauchen wir fürs Kirchendach. Da ist jetzt auch keine Wolle mehr drin, wie ich gerade schon gesehen habe, und natürlich auch kein Platz mehr. Das heißt, erstmal kommen die Ziegel hier mit meinem Lehm rein. Die anderen beiden, die holen wir noch raus. So, hier rein. Und dann brauchen wir noch Kohle, um dann hier diesen ganzen Prozess wieder anzukurbeln natürlich. 2x64 ist okay. Und dann machen wir erstmal Aufnahmepause. Bis gleich.